ich denn so? Wisst ihr was? Die haben sich jetzt ohnehin das alle verhakt. So macht man das, Lackerboss, ja? So macht man das, genau so machen wir das. Lackerboss. Und der Unfall, der zählt nicht, ne? Also der wird einfach ignoriert, weil sehe ich nicht ein, warum auch. Ja, weiß ich. Immer schön alles auf Kickdown stehen hier, damit der Motor auch mal ein bisschen auf Betriebstemperatur kommt. Du brauchst ja nicht abbremsen, ey. Ups! Jetzt bricht der Bus aus. Aber alles noch unter Kontrolle, niemanden mitgenommen, passt wunderbar. Ich weiß gar nicht, warum du so hupst, ey. Den Blinker da drin. Gut, alles klar. Ich glaube, schaffen wir nicht. Macht jetzt auch mal was anderes, mal nicht so, nicht nur den Linienverkehr zu fahren, sondern auch mal so ein bisschen blöd rumkurven, ne? So was Schönes, oder? Leider habe ich noch keinen Dienstplan. Und verspätet bin ich auch schon. Das ist alles in allem nicht so gut. Vielleicht hätte ich doch da lang fahren können. Lachen würde ich, wenn ich jetzt nämlich gleich wieder dann irgendwann mal rechts abbiege. Dann lache ich mich echt kaputt. Leute, was habe ich euch gesagt? Ich lach mich echt schlapp. Welche von da vorne wahrscheinlich gekommen. Ich weiß gar nicht, warum du so hupst, alle. Ist alles in Potter hier. Das war keine Glanzleistung und keine Glanzidee von mir. Ich habe Zeitdruck. Unglaublich. Diese roten Ampeln hier, da kriege ich jetzt schon wieder hier Spacken am Zahn hier. Das ist ja Black, kriege ich da. Black. Immer diese Scheiße hier. Gibt es eigentlich auch mal eine Kurve, wo ich dann einfach mal so raussehen kann? Ja, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Sonst hätten wir gleich wieder gescheppert hier vom Allerfeinsten. Aber von der Linienführung her, im Schnelldurchlauf jetzt, ne, weil wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit. Das ist ja eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Alter, da passt du locker rein! Meine Güte, ey, da passt du doch durch, oder? Mann, da passt du doch durch, Alter. Mann, der Meter, es ist unglaublich. Wirklich wahr. Ey.
Vom gemütlichen Fahren ist ja nichts, ne? Ich muss hier rein! Hier muss ich rein, ja! Upsala! Dann fahre ich weiter, warte mal. Ist alle Linien. Bin ich doch falsch? Ach, hier geht's dann noch mal weiter. Ohe, Rheinbeck, Rheinbeck. Wer wird denn jetzt? Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Das ist ja nämlich nur eine Station. Das ist ja nur eine Station. Jetzt fahre ich aber schon wieder zurück, oder? Ah, ist das kompliziert. Mann! Angeblich, also so hat mir der Steven gesagt, wäre das nur eine Station, aber es sind wohl mehrere. Das soll wohl irgendwo so ein Ausnüchterungszeltchen da irgendwo sein. Ist es dieses Ding hier? Hier war ich ja schon mal, ne? Hier war ich heute schon mal. Also können wir das, glaube ich, mal als ein Let's Fail verbuchen, weil ich habe nämlich keinen Plan mehr, wo ich bin. Oh, wir haben hier einen Ort. 30er Zone mit 80. Ja, sauber. Und nun fährst du mir rein, ne? Alter, ich will hier raus! Wo kommt der denn jetzt her, ey? Das ist ein Scheiß hier jedes Mal, ey. Ich kann mich hier nicht konzentrieren, das ist ein... Thank you.
Also ich habe jetzt, also ich glaube, ich fahre jetzt ja schon wieder zurück, ne? Ich glaube, jetzt haben wir mich ja total verfranst hier. Sachsenwaldau! Da muss ich doch hin! Gut, fahren wir halt mal gegen die Einbahn. Steve hatte recht gehabt. Wir sind jetzt fast. Oh ja, eine Verspätung hier wieder ohne die Scheiße, ey. Fast 30 Minuten unterwegs, die Hinfahrt. Ich lache mich hier echt schlapp. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen langweilig werden, weil es jetzt kein Ding gibt, aber ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung schreiben, wie es so ist. Und wenn ihr das dann doch langweilig finden solltet, wie gesagt, im nächsten Part garantiert fahre ich auch mit Fahrgästen. Ja, total verfranst irgendwie, ne? Dann werden wir jetzt mal hier ganz gekonnt drehen. Na, da hinten gibt es ja sowas zum Drehen, so. Da können wir ja mal eine Schleife wählen, so. Da ist ja das Heim. So, jetzt werden wir sogar pünktlich. Ja, das muss ja auch erstmal einer hinkriegen, ne? Jetzt müssen wir natürlich nur, wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin? Gemäß Dienstplan. S. Rheinbeck. Wenn wir das mal schildern müssen. Da müssen wir hin. Fahren wir dann auch gleich los. Es ist eh nichts los. Ah, das ist ja Frauen, ne? Schau, die ganze Zeit müllt sie mich hier voll. Mit SMS. Kommt ja gar nicht mehr klar. So, wir fahren jetzt zurück. Rheinbeck fahren wir. So, Tür zu, weiter geht's. Reicht doch. Ruhe am Hünengrab. Wollen wir auch hier mal wieder ein bisschen auf die Tube drücken. Trotz der 30er Zone, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Verfrühung, aber wir sind jetzt bei Verspätung wieder raus, ne? Irgendwie wird das schon gehen. Genauso wie wir hingefahren sind. Ich glaube, ich muss leider gleich mal einen kleinen Cut setzen bei der nächsten Haltestelle. Und muss da mal was klären. Aber es geht dann auch gleich direkt wieder weiter. Du kannst einsteigen. Das heißt doch gerade noch eine Lady, oder? Du sitzt immer noch da. Ich fahre doch nach Rheinbeck. Mal gucken, wann die einsteigt. Hä? Gucken wir mal. Klinde und zurück. Neues Ohr und zurück. Da haben wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Krankenhaus. Das ist ja ein Krankenhaus. Was soll ich denn da?
Ja, höchstens sie irgendwelche Tote aufsammeln oder was? Ja, Schulbusform. Bergdorf haben wir auch in Lettenburg, Bergdorf. Das haben wir das nicht alles schon? Ringlinie Bergdorf, wo sind wir denn jetzt? Kleine Seg, Ahrenbruch, Berufsschule und zurück. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Jetzt sind wir natürlich ganz unten, ne? Jetzt kann man den ganzen Scheiß wieder zurückspulen. Aber wie gesagt, das mache ich nach meinem kleinen Cut gleich. Ich würde sagen, man sieht sich gleich wieder.